Das hier war bis vor kurzem ein geschlossener Kiefernwald. In Westheim im Oberrheintal bei Germersheim in der Pfalz sind die Bäume in den letzten 5 Jahren auf großer Fläche abgestorben. Förster Florian Korf kämpft um die traurigen Überreste. Die Pflanzen, die leiden extrem unter der Hitze und der Trockenheit. Und seit dem Jahr 2018 oder 2019 renne ich eigentlich nur noch Katastrophen hinterher. Das heißt, ich suche mir ja gar nicht mehr aus, wo werden Bäume gefällt. Ja, die heimischen Bäume, mit denen wir bisher hier gearbeitet haben, die verabschieden sich nacheinander. Das meiste, was hier noch grünt, sind eingeschleppte Pflanzen, die hier gar nicht hergehören. Sogenannte invasive Arten. Ja, hier zum Beispiel haben wir die sogenannte Kermesbeere. Die bereitet mir auch etwas Sorgen. Die breitet sich sehr stark aus, nimmt natürlich Wasser weg, nimmt Licht weg. Und gleichzeitig beim Verrotten dieser Pflanze entstehen Stoffe, die andere Pflanzen an der Keimung hemmen. Hier vor mir die spätblühende Traubenkirsche breitet sich über Wurzelbrut enorm aus. Also was man bei mir im Revier schön sehen kann, ist, dass die neuartigen Pflanzen, sei es die Robinie, die kanadische Goldrute, das indische Springkraut, die Kermesbeere, der japanische Staudenknöterich, sehr gut mit den neuen Bedingungen zurechtkommen und die heimischen Arten immer schlechter. Das heißt, man sieht massenhaft Buchen absterben, Kiefern absterben, selbst die Vogelbeere, die Kirschen, die Birken, auch die Eichen fangen inzwischen an. Denen geht es sehr schlecht und diesen neuartigen Pflanzen recht gut. Also es ist eine unheimliche Umbruchsdynamik im Ökosystem Wald momentan. Was dann passiert, ist ein paar hundert Meter weiter schon zu sehen. Die Robinie aus Nordamerika hat hier die heimischen Pflanzen auf dem sandigen Boden komplett verdrängt. Und seit die Kiefern abgestorben sind, übernimmt die Robinie. Die kann über die Wurzeln kann sie neue Schösslinge bilden. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen, dass innerhalb von ein paar wenigen Jahren der komplette Wald dominiert ist. Also mir ist eine Robinienwald lieber als eine Steppenlandschaft. Man hat dann noch so ein Waldklima, es ist kühl. Aber ich sehe da kaum Chancen, dass eine heimische Baumart dann noch durchkommt. Übrig bleibt eine Monokultur der invasiven Art. Das Waldsterben ist sogar dort zu beobachten, wo eigentlich viel Wasser ist. Im Auwald bei Otterstadt zwischen Rhein- und Altrheinarmen. Die Buchen sind hier massenhaft verdurstet. Obwohl der Boden lehmig ist und das Wasser besser speichern kann, erklärt uns Volker Westermann vom Forstamt Pfälzer-Rheinauen. In diesen trockenen Sommern ist der Grundwasserspiegel auch gesunken hier und die Buchen kamen mit ihren Wurzeln einfach nicht mehr ans Wasser ran und deswegen sind sie in kurzer Zeit abgestorben. Immerhin wachsen hier neben invasiven Pflanzen auch heimische Arten nach. Hier vor allem der Bergahorn, aber auch die Esche. Da hinten sieht man eine Linde, die kommt, da drüben eine Wildkirsche. Also hier kommt eine Vielfalt an Baumarten von selbst nach. Wir hoffen, dass die Bäume, die heute keimen, ein besseres Wurzelwerk ausbilden, an tiefere Schichten dann rankommen und somit nicht so leicht zum Opfer werden wie die alten Buchen hier. In der Forschungsanstalt für Waldökologie in Trippstadt haben Wissenschaftler die Überlebenschancen verschiedener Baumarten untersucht. Allerdings übersteige die Temperaturentwicklung jetzt schon die schlimmsten Erwartungen. Das heißt, die Entwicklung ist derzeit schon ungünstiger, als wir das bei diesen Modellierungen damals als extremes Szenario angenommen haben. Und deswegen ist zu erwarten, dass die Fichte landesweit in Zukunft in Rheinland-Pfalz eben kaum noch Chancen hat. Wenn wir zur Waldkiefer gehen, sehen wir an der Oberrheinebene, aber auch im Moseltal eine deutlich zurückgehende Eignung. Auch die Buche als Hauptbaumart bei uns im Land zeigt eine abnehmende Eignung in der Oberrheinebene. Und noch etwas besser sieht es bei der Traubeneiche aus. Und insofern gilt es dann auch, diese Baumarten immer in diese Wälder mit einzubringen, um dann letztendlich diese Mischung für die Zukunft zu erreichen. In der Praxis ist das aber schwer umzusetzen. Förster Korf hat in seinem Revier immer wieder versucht, Eichenmischwald anzupflanzen, teilweise sogar bewässert. Das Ergebnis? Ja, deprimierend. Wir haben jetzt zweimal komplett die Fläche bepflanzt und ist schon wieder kaputt. Und das, obwohl das Frühjahr schön feucht war,
Ja, da war die Hoffnung, dass die Bodenfeuchte so lange hält, dass die es über den Sommer schaffen. Aber das ist nicht so. Im Auwald wachsen die gepflanzten Bäume bisher an, aber wie lange noch? Wenn wir den Klimawandel nicht einbremsen, dann droht das, was wir in Westheim gesehen haben, auch in anderen Flächen Wirklichkeit zu werden. Ja, dann kann der Pfälzerwald und der Westerwald und der Hunsrück in 10, 20, 30 Jahren genauso am sich auflösen sein. Und dann haben wir ein echtes Problem. Zwischen Bobenheim und Wörth ist das Waldsterben so massiv, dass die Forstwirtschaft mit ihrem Latein am Ende ist.